Nun hat Felina e.V. ihr damals 2002 gegebenes Versprechen eingelöst und erneut eine Ausstellung in der Gotha Stadthalle veranstaltet. Der Veranstalter kann sagen, es hat sich wirklich für alle gelohnt. Von den Ausstellern haben sich viele lobende Worte vernommen und auch die Besucher haben sich sehr gefreut, dass so viele wunderschöne Stubentiger zu sehen waren. Auch der Veranstalter war natürlich angesichts der Meldezahlen und der freundlich gestimmten und zahlenmäßig gut vertretenen Besucher keinesfalls zum Klagen aufgelegt. Auf einer Katzenausstellung werden Rassekatzen von Züchtern und Haltern präsentiert und nach einer Bewertung durch eine fachkundige Jury prämiert. Katzenausstellungen werden nicht nur von den Ausstellern besucht, sondern auch von Katzenliebhabern, die große Vielfalt von Katzenrassen schätzen, die man dort sehen kann. Veranstalter von Katzenausstellungen sind meist Vereine für Katzenzucht. Was ist das für eine Katze? Ein Kater. Was für eine? Was für eine Zucht? Maine Coon, Aquacats. Was ist so besonders an dieser Katze? Seine Farbe ist Ticket, ja. Ist selten. Ja. Und Maine Coon heißt, wo kommen die her? Aus dem Bundesstaat Maine in Amerika. Der Sinn einer Katzenausstellung liegt darin, den Rassestandard der einzelnen Rassenkatzen zu erhalten und seine Katzen so nah wie möglich an den Rassestandard heranzubringen. Durch die genauere Bewertung eines dafür qualifizierten Richters bekommt der Aussteller ein genaues Bild davon, inwieweit seine Katze dem Standard entspricht. Der Sinn einer Katzenausstellung liegt darin, den Rassestandard der einzelnen Rassenkatzen zu erhalten und seine Katzen so nah wie möglich an den Rassestandard heranzubringen. Durch die genauere Bewertung eines dafür qualifizierten Richters bekommt der Aussteller ein genaues Bild davon, inwieweit seine Katze dem Standard entspricht. Je höher die Punktzahl und der Titel, desto näher dem Rassestandard. Nach diesen Kriterien kann der Züchter entscheiden, ob und wie die Katze in der Zucht eingesetzt wird. Ein Nebeneffekt für professionelle Züchter ist der höhere Wert der Katze im Verkauf. Für die Aussteller beginnt eine Katzenausstellung in den frühen Morgenstunden. Alle auszustellenden Katzen werden am Eingang durch einen Tierarzt kontrolliert. Denn nur gesunde Katzen dürfen ausgestellt werden. Später, wie an diesem Wochenende ab 9 Uhr, ist eine Veranstaltung dann für Besucher geöffnet. Zum gleichen Zeitpunkt fangen die Richter meistens mit dem Bewerten der Katzen an, dem sogenannten Richten. Jede Katze muss mindestens einmal bei einem Richter gewesen sein, der auch für die entsprechende Rasse ausgebildet ist, um ihre Bewertung zu bekommen. Die besten Katzen werden dabei für die Best in Show nominiert. Was ist denn das? Lachs, das ist keine Unterhose, das ist auch kein Stringtrinker. Ach so. Das ist Lachs für die Katzen. Nur das Beste vom Besten oder was, ja? Na, die ist heute Champion geworden. Die ist heute Champion geworden? Ja. In welcher Kategorie? In der offenen Klasse. Und das heißt? Ja, sie ist jetzt in... in der offenen Klasse. Sie hat jetzt ihre Zuchtzulassung, sie ist Champion. Ja. Und hat auch schon den Titel bekommen, jetzt für die internationale Champion, hat sie schon ihren ersten Punkt. Ja. Das heißt jetzt, was ist das für eine Katze genau? Das ist eine britische Kotter, ja. Im Blutorti. Okay, und wie alt ungefähr? Sie ist jetzt 10 Monate. 10 Monate? Ja. Das heißt also, wenn sie Champion ist und sie bekommt Nachwuchs, kann man da richtig Geld verdienen letztendlich? Man kann den Wert des Zwingers darstellen, ja. So etwas. Also, haben die einen besonderen Namen, die Katzen jetzt? Also, ja, also wir haben unseren Zwingernamen, ja. Ne? Also vom Schloss Landsberg. Und ja. Dann die Katze heißt Utopia of Magic Velvet. Aha, okay. Und ist eine British Kotzer Blue Tortie. Und das ist eine Farbe, die sich noch nicht so sehr im Moment noch nicht so oft vorkommt. Ja. Und aber der Katze schmeckt. Ja. Hauptsächlich darauf an, dass er gut durchgefärbt ist, dass sich die Farbe gleichmäßig im gesamten Fell verteilt. Ja. Und das ist bei ihr halt sehr schön. Und wo kommen Sie her? Aus Meiningen. Aus Mainz? Meiningen. Ach, aus Meiningen, also gleich hier in Thüringen. Genau. Ach Mensch, dann lohnt sich doch. Ja, aus Meiningen. Genau, klasse. In Deutschland werden im Gegensatz zu manchen anderen Ländern keine Geldpreise für die Sieger vergeben. Die Auszeichnungen dienen lediglich zur Bewertung der Zuchttauglichkeit der Katzen. Und werden nach folgendem Schema vergeben. Die Sprache der Auszeichnungen und Titel ist Französisch, da der internationale Dachverband Fédération Internationale Feline 1949 in Frankreich als Zusammenschluss der französischen, belgischen und italienischen Rassezüchterverbände gegründet wurde.
Die Gesundheit der einzelnen Tiere sind die Grundvoraussetzung bei der Teilnahme an einer Katzenausstellung. Katzenausstellungen werden immer vom zuständigen Veterinäramt überwacht und eine tierärztliche Kontrolle beim Einlass ist Pflicht. Den haben wir adoptiert, der lebt bei uns. Das ist ein kleines Serval-Mädchen. Ja. Das ist natürlich eine Puppe, das muss man dazu schreiben, dass sie sich hier unten aufregt. Also ich habe mir vorhin sagen lassen, dass diese Größe noch gar nichts ist, wenn sie ausgewachsen ist. Sie ist inzwischen so groß wie ein kleines Reh. 80 Zentimeter oder wie ist die Höhe? Oder ein Meter? Na, sie wird rehgroß. Ja. Sie hopst wie ein kleines Rehchen auch durch die Gegend. Ja. Als Baby adoptiert, in der Hand zu halten, in einer Hand, ja, aufgezogen mit Fläschchen und ist also total menschenbezogen, ja, und einfach nur ganz liebenswert. Aber man darf nie vergessen, dass es ein Wildtier ist. Es, ja, bleibt ein Wildtier. Vorsicht ist immer geboten. Genau, wollte ich ja gerade. Sie springt natürlich auch hier rauf, auch mit ihrer Größe jetzt. Ja. Und da muss man schon ein wenig aufpassen. Also die kann man nicht zu Hause in der Wohnung halten, das geht nein, nicht. Nein, wir haben ein Gehege, wir haben auch eine Genehmigung vom Veterinäramt, weil das ist dann erforderlich. Ja. Die neue Zucht ist die Savannah-Zucht, ja, wenn Sie die meinen, ist die Nachzucht vom Serval. Das heißt, der Serval gekreuzt mit einem gepunkteten Hauskätzchen oder einem Bengalkätzchen, ja, oder einer Egyptian Mau, also alles, was so in Punkte und Streifen. Haben Sie da ein Foto dabei? Geht. Soll ich mal auch mal? Das ist unser Savannah-Kater mit Nandi, unserem Serval-Mädchen. Ja. Die Sensation wäre, wenn wir beide miteinander verpaart bekämen. Ja. Das ist unser Versuch. Ob es gelingen wird, weiß ich nicht, weil der Savannah-Kater natürlich ein Ende kleiner ist. Ach so, deswegen. Okay. Aber sie liebt ihn abgöttisch. Inzwischen nimmt sie ihn unter ihre Fittiche, ja, und putzt ihn unentwegt. Es ist ihr Männchen. Die Ausstellung selbst machte einen sehr harmonischen Eindruck. Und wie im Bild schön zu sehen ist, waren zu der Zeit schon viele Katzenfreunde unterwegs. Liebe Aussteller, liebe Besucher, ich darf Ihnen ein wunderschönes Tier auf unserer Bühne präsentieren. Es werden auf unserer Bühne ganz, ganz viele Preise vergeben. Da gibt es Best in Varieté, da gibt es Sonderpreise, da gibt es Best in Show, da gibt es den Publikumsliebling. Und wir haben hier einen Preis zu vergeben an eine heilige Burma-Katze. Und zwar hat sich der Herr Brust entschieden für Isara von der Ileburg. Sie ist die schönste der heiligen Burmas. Und zwar die Best in Varieté heilige Burma. Ich beglückwünsche also Isara von der Ileburg, heilige Burma, geboren am 16.06.2008 in der Farbe Seal Point. Hier haben im Übrigen alle Farben der heiligen Burmas teilgenommen. Und sie kommt in und aus der Zucht von Frau Birgit Klemmt. Ganz herzlichen Glückwunsch zu Best in Varieté. Natürlich geht Frau Klemmt nicht nur mit dem wunderschönen Glaspokal nach Hause, sondern es soll natürlich auch etwas für das Tier dabei sein. Und dafür sind unsere Sponsoren da. Dies war auch das Feedback, was immer wieder von den Ausstellern zu hören war. Denn nur durch ein harmonisches Miteinander ist eine harmonische Stimmung möglich. Somit kam die Veranstaltung auf ca. 230 Gesamtbewertungen täglich. Als Richterschüler waren Dana Thieme und Jessica Erfurt in Gotha zu Gast. Auch die Sondershow sorgte am Sonntag für Furore. Sie trug den Namen Wildlook. Alles in allem war es eine absolut gelungene Ausstellung, zu der die angereisten Aussteller, die fleißigen Helfer im Hintergrund und auch das Ausstellerteam ein großes Stück beigetragen haben. Die nächste Ausstellung findet in Berlin-Schöneberg statt und in 2 Jahren wieder in Gotha. Also, wir freuen uns darauf. Bis dahin sagen wir Tschüssi.